Hallo und herzlich willkommen hier bei Tendo TV. Mein Name ist Mario und ich bin heute hier, um mit Sverre über seine Auszeit zu sprechen, da die eine oder andere Frage kam, warum er denn so lange weg war und was eigentlich alles passiert ist und warum er jetzt wieder da ist. Und deshalb ist Sverre natürlich auch mit dabei. Hi. Hi. Dann erzähl doch mal, was war los in den 37,5 Jahren, die du auf der Insel verschollen warst? Ja, um genau zu sein, es waren ganze 6 Monate, da hatte ich nachgeguckt, denn mein letzter Auftritt war in einer Top-Liste. Und tatsächlich tut es mir auch, für die Leute, die sich Sorgen gemacht haben, ihr ja auch, und ich wollte einfach mal kurz loswerden, was los war. Es war tatsächlich einfach nur gesunder und normaler Stress, nur die Reaktion, die ich daraus getroffen habe, war rückblickend total falsch. Ich wollte mir tatsächlich eine kleine Auszeit von Tendo nehmen, die war kurz geplant, kreative Auszeit, um sich neu zu sammeln, gleichzeitig aber auch, um alles unter den Hut zu bekommen. Wer es mitbekommen hat, ich war gerade dabei, mein Abitur zu schreiben, gleichzeitig gab es auch noch andere Sachen, Gott sei Dank nichts Schlimmes, also es war tatsächlich, das macht es eigentlich noch ärgerlicher, dass es gar nichts war, was jetzt so eine Auszeit gerechtfertigt hätte. Mein größter Fehler dabei war es, weder zu euch zu kommunizieren, noch auch tatsächlich zu Tendo, eben weil es kurz geplant war. Ja, das ist tatsächlich schon alles und daher kam es eben auch dazu, dass Mario ihm gesagt hat, Mensch, wir haben lange nichts mehr von ihm gehört und hoffen sogar, dass es ihm gut geht. Ja, und schon vorher war für mich dann aber auch schon die Entscheidung gereift, okay, du willst da wieder anfangen, du willst das weitermachen, und es hat mir tatsächlich auch enorm gefehlt, Videos zu produzieren und so weiter. Ja, und jetzt bist du also wieder da. Man hat ja auch gesehen, in den letzten Tagen haben wir schon einiges zusammen gemacht. Das passt ja auch gerade ganz gut mit Animal Crossing, wo wir beide schon einige Videos zusammen gemacht haben. Die Nintendo Direct haben wir zusammen gemacht. Aber auch sonst ist ein bisschen was in Planung, was von dir jetzt demnächst kommt, ohne zu viel zu versprechen. Ich habe da von einem Podcast gehört, der mittlerweile, wenn das Video hier kommt, zumindest auch schon online sein wird. Was ist denn da sonst noch so los bei dir jetzt? Ja. Natürlich auch Formate, da habe ich auch schon mit Matthias in der Redaktion drüber gesprochen. Dazu möchte ich aber gar nicht jetzt irgendwie große Ankündigungen und so weiter machen, denn das lief bei uns manchmal eh nicht gut. Deswegen sei einfach gesagt, ich arbeite an etwas und das wird kommen, aber mehr erstmal nicht. Und eben der Podcast, einer, der relativ regelmäßig erscheinen soll. Da ist, wie gesagt, auch schon die erste Ausgabe fertig. Und noch ein weiteres Video ist auch schon fertig. Also ich wollte dann auch direkt mal zeigen, Mensch, ich bin wieder da. Ich gelobe Besserung und das wollte ich auch direkt eben nach außen kommunizieren. Ja, genau. Das eine Video ist tatsächlich schon da. Da wir im Moment so viel an Content haben, kommt das irgendwann, wenn es mal wieder ein bisschen ruhiger geworden ist. Ansonsten ist echt gerade eine ganze Menge los wieder bei uns. Vielleicht auch noch kurz zum Update von meiner Seite, auch wenn es jetzt ein ganz anderes Thema ist. Wir sind mit 3 sehr vielversprechenden Kandidaten im Austausch, die das Team verstärken könnten in den nächsten Wochen. Und dann werden wir oder sind wir hoffentlich wieder so aufgestellt, dass wir dieses Niveau an Content sowohl quantitativ als vor allem aber auch qualitativ auch in der Zukunft wieder aufrechterhalten können. Ja. Von daher seid gespannt. Die 3 Formate, jeder dieser 9 arbeitet gerade an einem Format. Finde ich alle super coole Ideen, die dann auch regelmäßig kommen sollen. Seid also gespannt. Wir werden die 9 hier nach und nach in der nächsten Zeit vorstellen. Und ja, Julian ist mittlerweile auch aus der Reha wieder zurück. Der ist etwas länger gesundheitsbedingt ausgefallen. Mit dem haben wir gestern, glaube ich, das erste Mal wieder gesprochen. Also vielleicht kommen wir langsam wieder in Normalzustände zurück. Ja, und auch weitere. Und darauf freue ich mich sehr. Wir sollten auch noch dazu sagen, ja, auch noch weitere Tendo-Redakteure haben auch schon gesagt, Mensch, wir wollen auch noch mehr aktiv werden. Sei es auf der Seite, sei es auch als Tendo auf Tendo TV. Deswegen lohnt es sich auch mal wieder bei tendo.de mal wieder vorbeizuschauen. Genau, übrigens der eben angesprochene Podcast, das machen wir bei allen Podcast-Formaten so, den gibt's bei Apple Podcasts und natürlich viel wichtiger bei tendo.de immer einen Tag vor YouTube. Das heißt, schaut da regelmäßig mal vorbei, wenn ihr unsere Podcasts hören wollt. Gerade der neue, der kommt, ist sogar einer, der auf Aktualität setzt, deswegen ergibt es sogar Sinn, wenn man da mal früher auf tendo.de vorbeischaut. Genau. So, das soll es für uns gewesen sein zu diesem kurzen Update. Sverre, ich freue mich, dass du wieder da bist und ich freue mich hoffe, auch, dass die nächste kreative Auszeit vielleicht nur 6 Minuten lang ist. Ja, das hoffe ich auch. Und auch nochmal vielen Dank, dass ihr trotz dieser Zeit und des Nichtsagens auch gesagt habt, Mensch, hier ist noch ein Platz für dich frei. Ja, haben wir gemacht. Genau. Hoffentlich wird es nicht bereut. Ja.
Ja, das werden wir später sehen. Das beurteilen dann andere. Okay. Hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Euch vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.